Hallo, mein Name ist Stefan Ley. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Neuen Färberei, ein relativ neues Restaurant hier auf dem Elbersheim-Gelände. Und wenn Sie zu uns kommen möchten, ist das ganz einfach, denn Sie folgen einfach nur diesem kleinen Schornstein und dann sind Sie schon quasi bei uns. Es ist kalt und deswegen gehen wir jetzt mal rein. So, jetzt sind wir drin und es ist ein bisschen gemütlicher. Wir haben im Juni 2020 eröffnet, mitten in der Pandemie, ganz mutig, aber wir haben einen tollen Biergarten draußen im Sommer, einer der schönsten sicherlich hier in Hagen mit auch gut 200 Sitzplätzen, keiner der kleinsten. Und wir haben uns als Restaurant so ein bisschen die deutsche Küche, regionale Küche und vor allen Dingen Ruhrpott-Style auf die Fahne geschrieben. Das ist das, was Sie hier bei uns erwarten können, und wir sind auch gerne für Gäste da, die nur trinken möchten, denn wir haben eine super tolle Bar und ein komplett neues Interieur. Das heißt, das alte Objekt, was hier vorher war, ist komplett entkernt worden und wir haben einmal alles auf links gedreht und es ist eigentlich alles neu hier. Definitiv ein Hingucker, unser Zapfbalken hier in der Neuen Färberei. Wenn es wieder losgeht, haben wir hier 5 Fassbiere, die wir frisch für euch zapfen. Und dazu gibt es alle möglichen anderen Getränke, die das Herz begehrt. Wir haben eine Cocktailstation, es gibt eine riesige Auswahl an Weinen, an alkoholfreien Getränken, hausgemachte Limonaden, vieles mehr. Und aus der Küche kommen auch ganz leckere Sachen. Wir sind, glaube ich, relativ bekannt geworden für unsere Schnitzel, für die tollen Hamburger. Beim Schnitzel, egal ob Schwein, Hähnchen oder Kalb, beim Hamburger, Avocado, Quinoa, Rinderhack oder andere Sachen. Wir haben eine große Auswahl, ihr könnt es euch so kombinieren, wie ihr wollt. Und natürlich unser Ruhrpott-Style. Es gibt ganz einfach auch den Malocha-Teller mit Frikadellen, mit Spiegelei, eine Manta-Platte, also Sachen, eine Kartoffelcremesuppe, Panas, Potthucke, also Sachen, die ihr aus der Region und aus dem Ruhrpott kennt, servieren wir für euch total lecker an den Tisch. Für alle Sportfans ist hier der hintere Bereich des Restaurants besonders interessant, denn hier kann man ganz toll Sport gucken auf dem Fernseher, denn wir sind Partner von Sky, Sky Sports Bar. Insbesondere die Fußball-Bundesliga, samstags Nachmittagskonferenz, kann man hier ganz toll gucken. Wir zeigen aber auch andere Sportarten. Es gibt natürlich die Champions League zu gucken, es gibt aber auch Phoenix Hagen zu gucken, haben wir auch schon gestreamt. Und wir hoffen, dass es auch bald wieder losgeht, dass wir das hier zeigen können. Und dann habt ihr die Möglichkeit, bei einem leckeren Schnitzel mit einem leckeren Bier hier eurer Mannschaft beim Gewinnen hoffentlich zuzugucken. Und der Rest im Restaurant hat dann auch seine Ruhe. Ihr könnt jubeln, denn wir haben hier eine flexible, mobile Trennwand, die wir einfahren können. Und dann gibt es hier einen abgeschlossenen Bereich, unseren Eventraum. Der ist für so Sportübertragungen natürlich super geeignet. Oder ihr könnt ihn auch für private Anlässe oder für geschäftliche Anlässe mieten. Hier eine Feier abhalten, ein Seminar oder eine Schulung haben wir alles schon gehabt. Und das ist auch gar kein Problem, denn wir haben einen separaten Eingang von hinten raus mit dem Outdoor-Bereich. Also es passt alles super. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne bei uns. Wir sind jederzeit für euch da. Ganz wichtig in diesen verrückten Zeiten ist natürlich auch ein seriöses Hygienekonzept, und da sind wir mit der Neuen Färberei hier in Hagen, glaube ich, ganz weit vorne. Wir haben bereits im September des vergangenen Jahres in Raumluftfilteranlagen investiert.